Bei mir ist jetzt die Filmemacherin Annika Lutzke vom Film Björn da. Sie hat Kamera, Schnitt, Drehbuch und Sounddesign bei diesem ganzen Film gemacht. Annika, danke vielmals, bist du da. Um was geht es denn in deinem Film Björn genau? Ja, also in meinem Film geht es eigentlich um eben den Björn, der eben seine Topfpflanze umgebracht hat, unfreiwillig. Und es geht dann so ein bisschen um die ganzen Folgen, die das so hat. Wie ist das denn zu dieser Idee gekommen, dass du gefunden hast, hey, wir wollen die Pflanze sterben lassen? Ja, also die Idee ist eben hauptsächlich von der Emily gekommen. Das ist eigentlich meiner Mitbeteiligten. Und wir haben die Idee, glaube ich, innerhalb von einer Stunde gefunden und dann eigentlich sind wir gerade zufrieden damit gewesen. Wir haben voran von dir mitbekommen, dass du in letzter Zeit schon 3 Kakteen getötet hast. Kommt das auch ein bisschen von dem noch? Ja, vielleicht. Aber ich kenne es also ich nicht so mit Pflanzen. Wie sind die gestorben? Unterschiedlich. Aber ja, teilweise überwässert, teilweise eben auch verbrannt in der Sonne. Und, ja. Wie hat das jetzt mit dieser Pflanze funktioniert hier im Film? Habt ihr einfach irgendeine genommen und sie zuerst mal müssen sterben lassen oder habt ihr schon Tote können also, verwenden? In Wahrheit ist das halt gar keine richtige Pflanze, sondern es ist eigentlich nur Schaumstoff in einem Topf und dann haben wir eigentlich so Ästchen von einer Weide inne da, von der wir eben vertrocknete Blätter haben und eben frische. Das Ganze ist ja im Wettbewerb vom ZFF 72 entstanden. Wie ist denn das so dort gekommen, dass ihr gefunden habt, hey, wir haben 72 Stunden Zeit, wir wollen genau so einen Film machen? Ja, also wir haben dort schon letztes Jahr mitgemacht und dann haben wir eben wiedergefunden, vor allem, weil wir jetzt so ein ganz grosses Projekt hatten über das letzte Jahr, dass wir mal zwischendrin mal ein kleines machen wollen. Und so ist es dann gekommen, dass wir eben wieder teilgenommen haben. Wie lange habt ihr jetzt gebraucht, genau die 72 Stunden? Ja, ich glaube ein bisschen weniger, weil am Ende kann ich wieder in die Schule müssen, aber ja, so etwa schon so 60. Was habt ihr alles gebraucht für das Ganze? Ja, auf jeden Fall Zeit und der Bruder von Emily hat noch mitgeholfen, er hat nachher die Leiche gespielt und sonst haben wir einfach wirklich ein bisschen Motivation gebraucht und Durchhaltevermögen. Wie ist es eigentlich zu dieser Idee gekommen, dass ihr gefunden habt, man könnte das wirklich so wie einen Mord betiteln mit irgendwie Akten und so, wo man das Gefühl hat, wir sind da richtig in einem Krimi rein, mit Anwalt und allem Möglichen? Ja, also das ist halt wirklich einfach von der Emily gekommen und ja, ich denke, es ist eigentlich nur recht lustig und deswegen hat es ihr auch gefallen. Was gibt es jetzt als nächstes, was habt ihr vor? Ja, also momentan haben wir noch gerade kein Projekt geplant, aber ich mache jetzt dann am Wochenende bei dem Klappe auf mit und schaue mal, ob da etwas rauskommt. Kannst du schon ganz etwas Kleines erzählen? Ja, es sollte so ein eine düstere Geschichte werden. Es sollte viel im Wald spielen. Und, ja. Aber Pflanzen lässt keine mehr sterben ab jetzt? Nein. Wunderbar, dann sind alle Pflanzenliebhaber definitiv froh und alle, die einen grünen Daumen haben. Danke dir vielmals, Annika, bist du bei mir gewesen.